Liebe Zuschauer, ich grüße euch. Eine weitere Folge LSBDFA. Das Ganze wieder aufgenommen im Livestream. Deswegen gehen die Grüße raus an den Chat. RalfHengelTV auf Twitch, wer es wissen möchte. Das Schöne ist, Neuland schaut uns auch gerade zu aus dem ICE. Es ist Wahnsinn. Also die Technik heutzutage, ich sage euch, Wahnsinn. Grüße gehen raus an Envy, natürlich dann auch an Nixons, an Rufus, an Wings, an die geile Schnecke, Kampfspirali, Axorano, Cedric sei gegrüßt und Wilder Z. Hallo YouTube. Ja, wir fahren heute mit einem Fahrzeug. Der Alte, die soll ich auch grüßen? Okay, der Alte natürlich auch. Niklas, okay, Leon ST. Ja, okay. Ihr seid alle gegrüßt. Fühlt euch gegrüßt und gedrückt. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, eine schöne Weihnachtszeit. Bla, 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 spiel mal was reif, ne? Sonst schalten die Leute wieder nach 2 Sekunden weg und klicken nicht mal auf die Werbung. Schaut Werbung. Schaut Leute, ja, egal. Also, wir fahren heute mit diesem Bombenfahrzeug. Diesem Jeep Cherokee. Ist ein Cherokee, glaube ich. Und das Ding hat monstermäßig viel PS. Ich sage euch, absoluter Wahnsinn. Und wie ihr vielleicht schon erkannt habt, sind wir unterwegs mit Schleswig-Holstein. Ich zoome mal drauf. Du. Schleswig-Holstein. Ist eine schöne Gegend, da kommt auch Neuland her und deswegen fahren wir heute auch mit dieser Dienststelle. Mein Kollege hat einen Ziegenbart, ist kein Dreck im Gesicht, das gehört so. Ja, also falls ihr euch fragt, was da los ist. Grüße gehen auch raus an Gamer Peppy, der auch gerade aufgetaucht ist. Wir steigen in den Wagen, gehen in den Dienst, sagen den Kollegen, er soll mal ins Auto kommen. So, Ziegenbärtchen. Chat, wie sollen wir ihn denn nennen? Oh, was ist das denn? Leute, was ist das? Was ist das denn? Alter, das sind doch keine Haare. Was ist das denn? Hat er einen Gartenzaun auf dem Kopf oder was? Okay. Gut, wir sind ja nicht hier, um irgendwelche Frisuren zu beurteilen. Wir wollten ja mal in den Dienst gehen. So, der Chat sagt Franz, Olaf, Hans, Werner, Officer, Garte, Olaf, Klaus. Ihr wisst schon, dass es Schleswig-Holstein ist. Da heißt keiner Olaf oder Klaus oder Hans, Werner. Die heißen da oben Nils oder Ole oder... Sven, Björn, so heißen die da oben in Schleswig-Holstein. Aha. Guck mal hier, Kollege Barfuß ist wieder unterwegs. Oh, hallo. Das Auto fährt einfach weiter. Ey, Kollege, warte doch mal. Ich kann mit dir reden. Hallo. Du, warte mal. Hey, hi. Bremerhaven, komm. Ey. Ey, die Kollegen aus Bremen, ne? Solche... Oh, Einsatz. Rein in die Karre. Auf geht's. Vollgas. Die aus Bremerhaven wollen nichts mit den Schlesen zu tun haben. Oder sind es dann die Schleswig-Holsteiner? Schleswig-Holsteiniger? Keine Ahnung. Achtung, Polizei, gehen Sie mal da alle weg, bitte. Gehen Sie mal auf die Seite. Okay, ich fahre einfach im Gegenverkehr, scheiß drauf. Der Herr. Oh, okay. Also, die erste Kurve haben wir ganz gut hinbekommen. Wir geben Vollgas über die Sprungschanze, pass auf. Ups, Die Reifen, what the hell, Alter? Was ist hier denn los? Action-Checks in 3, 2, 1. Okay. Stabiles Fahrzeug. Was ist hier los? Mutti, geh aus dem Weg. Ich hab dich gewarnt. Das ist ganz normal in Schleswig-Holstein. Da fährt man so zum Einsatz. So, die Dame. Warum liegen sie denn hier am Boden rum? Ja, das ist ja unverschämt. Eine Versicherung will ich nicht anfordern. Erste Hilfe. Okay, wir haben sie überfahren, Leute. Wir haben sie überfahren. What the fuck? Dann helfen wir auch. Oh, guck mal hier, diese Blutspuren. Wo kommen die denn her? Da ist bestimmt so ein Kleffköter lang gelaufen, der krassen Durchfall hatte, der einen Tag vorher Chili gegessen hat. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, was machen wir denn da? So, erstmal ein bisschen hier am Oberschenkel rumfummeln, genau. Mal gucken, ob sie Geld dabei hat. Hier, da sehe ich mal. Ah, oh. Oh, genau. Guck mal, wir machen hier... Wir haben sie am Unterleib wiederbelebt. So, guten Tag, die Dame. Schön, dass Sie wieder da sind. Das nächste Mal rennen Sie mir nicht vor die Karre, wenn ich hupe, ja? Haben wir es verstanden? Danke. Ey, Tür, Alter. Was ist mit dir los? Dreckstür, Alter. Geh mal zu, wenn ich hier vorbeilaufe. Dieser Disrespekt mir gegenüber. So. Hallo, Kollegen. Was geht ab, Brüder? Hello, sir. Can you tell me what you saw? Achso, ich rede mit dem. Entschuldigung, ich habe gerade geredet mit meinen Kollegen. I was just around the corner when I heard the shots. Oh nein, es gab eine Schießerei, Leute. Und ob er was gesehen hat, eine junge Frau, die in den Laden gerannt ist. Alles klar, danke für deine Information. Du kannst dich jetzt mal wieder verpissen. So, Kollegen, ihr checkt mal hier die Leiche ab. Macht mal irgendwas Sinnvolles. Jetzt muss ich auch selber durchsuchen. Holy shit, ist der blutig. So, was finden wir denn da? Blut an der Hose. Riecht ein bisschen komisch. Ja, guck mal, ich habe ihn seinen Führerschein habe ich gefunden. Sehr gut. Ich habe einen Hinweis gefunden, Leute. Ich bin Mr. Detective 3000, ey. Okay, Clue found. Dann
Nehmen wir mal einen Taser in die Hand und gehen da rein. Man weiß ja nie, was passiert. So, wow. Das war ja wild. Kann die Tür bitte nochmal auf und zu gehen? Na, jetzt bleibt die offen. Blöde Tür. Ah! Tür, du trollst mich doch. Ich dreh dich gleich. So, schönen guten Tag, die Dame. Mein Name ist, wie heiße ich gerade nochmal? Walter Wixen. Mein Name ist Walter Wixen. Ich hätte da eine Frage an Sie. Haben Sie gesehen, was da los war? Sie kam gerade von ihrer Mittagspause und wollte die Tür aufmachen und hat sich Schüsse gehört. Und was dann passiert? Die Person lag am Boden, hat geblutet und sie ist hier reingerannt, weil sie Schiss hatte, ganz logisch. Das war auch noch ihr Boss, Adrik Ivanov. Okay, danke für Ihre Auskunft. Ich gehe mal dahinter zu der Tante, die hat wahrscheinlich bestimmt gar nichts gesehen. Ja, Schätze, bleib mal locker so. Da vorne liegt ein Toter vor deiner Tür, ne? Also entspann dich mal. Hör mal auf, so rumzuzappeln, sonst gibt's gleich eine Kelle hier. So, ich habe mal eine Frage an Sie. Geben Sie mal Ihren Personalausweis. Frau Luli Mackins, Sie machen echt, also stehen Sie unter Drogen oder so? Geht's Ihnen sonst aber irgendwie gut? Ich komme mal hinter zu Ihnen. Ich überprüfe das mal aus der Nähe. Ja, ja, okay, gut. Ich würde fast sagen, das ist nicht normal. Ich würde Ihnen sagen, Sie gehen jetzt mal schön mit dem Taxi, fahren Sie mal nach Hause, okay? Ich rufe Ihnen mal ein Taxi. Das ist nicht normal, was Sie hier machen. Ich glaube, Sie stehen unter Schock. Sie haben einfach einen an der Waffel, in meinen Augen. So, machen Sie es gut. Wenn das Taxi kommt, gehen Sie auch gefälligst nach Hause. Machen Sie den Laden zu und Feierabend. So, die Dame. Ich schaue mal, vielen Dank für die... Können Sie mal aufhören, mit den Lichtern hier rumzuspielen? Das ist keine Disco hier, ja? Das ist ein Laden. Ja, jetzt nicht mich anhören. Sie gehen ja auch wieder nach Hause. Achso, warte mal. Ich schicke die mal nach Hause am besten. So, die Dame. Passen Sie auf. Sie gehen jetzt auch mal schön nach Hause. Machen Sie es gut. So, wir haben auf jeden Fall einen Führerschein gefunden. Guck mal, wie freundlich die alle sind. So, dann schaue ich mal in meinem Polizeicomputer, ob ich dann über die Person, die da am Boden liegt, was finden kann. Luli war die Alte im Laden hier. Holy shit! Demonstration von Landminen... Was? Demonstration? Die hat... Was? Verbrennung von Seekabeln, unerlaubtes Überholen. Also, die Alte in dem Laden, die hat echt eine der Waffel da hinten. Ist sie noch da? Ich weiß es nicht. So, Herr Taxifahrer. Ihnen geht's aber soweit auch gut, ne? Mann. Ich fahre mal mein Auto. Oh, da, oh. Wie konnte das denn passieren hier vorne? Da wir müssen mal in die Autowaschanlage, Leute. So, wir fahren mal kurz auf die Seite. Boah, die Karre ist so schnell, ey. So. Und die Dame hier am Boden, ich hoffe, sie haben sich jetzt mal wiederholt. Sie können nicht ganz an der Boden sitzen. Das ist kein öffentlicher... So, und sie gehen jetzt mal schön nach Hause. Machen Sie es gut. Ey, beschimpf mich bloß nicht hier in deiner Fremdsprache, die ich nicht kenne. Danke. So, naja, also auch bei Ihnen, würde ich sagen. Danke für die Info, aber Sie können jetzt erstmal nach Hause gehen. Machen Sie es gut. Ja, oh, BTM-Konsum. Stehen Sie unter Drogen? Naja, stehen Sie ein bisschen unter Drogen? Ja, gehen Sie lieber schnell nach Hause. Ja, wenn hier nicht eine Leiche liegen würde, würde ich Sie gleich mal hier verhaften, ja, ne? Da vorne die Dame. Weg mit dem Handy. Sie hat eine fette Kamera um den Hals, nimmt aber ihr Handy, ey. Bestimmt ja so ein Instagram-Scheiß gemacht, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, Kollege, was machen wir jetzt mit dem Typen hier? Ein bisschen versuchen wir den wieder zu beleben, ne? Ich glaube, ich kann mit dem gar nichts machen. Ich stell mich mal auf ihn drauf. So, jetzt wird's wild, jetzt kommt der Gerichtsmediziner, da müssen wir alle aufpassen. Die sind nämlich mal ein bisschen aggressiv. So, dann schaue ich jetzt mal. Chat, habt ihr eine Ahnung, wie ich jetzt mit dem Einsatz hier weiter vorgehen kann? Weil wir haben jetzt noch eine Person, die geflüchtet ist. Und von den Dialogen her habe ich jetzt hier... Ich habe Clues found. Die Frage ist, komme ich hier mit Y irgendwie in ein Menü rein? Nein. So, wir warten mal auf den Gerichtsmediziner, während ich auf den Chat warte. Chat, wie komme ich jetzt hier weiter in diesem Einsatz? Habt ihr den Callout schon mal gemacht? Hallo, hier bin ich, hier drüben. Gibt's das auf der Karte? Das ist eine gute Frage. Ich sehe aktuell nichts auf der Karte. Wir wissen nur, dass es eine Frau war, die geflüchtet ist. Ich habe die Information, ich habe einen Clou gesammelt, ich habe einen Führerschein gefunden. Und ich habe, hier sind wir zu Hause. Und ich habe mit den beiden Personen geredet. Gut. Vielleicht an meinem Fahrzeug dann mal. Ob ich irgendwas machen kann mit Y auch nicht.
Tja, ich würde fast sagen, den Einsatz kann ich so nicht weiter verfolgen, weil mir einfach die Ideen ausgehen, wie ich jetzt hier menütechnisch weitermachen kann. Hat Ultimate Backup eine eigene... einen eigenen Hotkey hier irgendwo? So, ich habe jetzt alles durchgemacht. Nee, leider nicht. Ansonsten nach Clues suchen. Okay, ich kann ja nur mal schauen. Da dieses Blut auf der Straße, das war wie gesagt ein Hund, der Durchfall hatte. Die Waffe fehlt uns noch. Wow, was war das denn? Warum qualmt denn der so? Seht ihr das? Das ist die Zigarette. Wow, Alter, die Zigarette ist ja hier. Was raucht denn der für eine Lunte? Wow. Alter, bin ich erschrocken. Die Sirene war ja gar nicht laut. So, dann schauen wir noch mal im Laden, ob wir hier drin irgendwas finden. Suburban hat geschlossen, bitte kommen Sie später wieder. Tja, ich bin trotzdem hier drin. Ich bin Polizist, ich darf das. Aber die andere haben wir auch schon nach Hause geschickt. Es war, die hat ja gemeint, das war ihr Chef. Ich gucke mich gerade ein bisschen im Spiegel an, Leute, nicht wundern. So, hier hin geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Na gut, Kollege. Welcher Name hat er denn jetzt eigentlich? Habe ich schon wieder vergessen. Ich finde hier persönlich jetzt nichts mehr. Wir schauen dann einfach nochmal vorne auf der Straße, ob wir da noch irgendwas finden. Hanzo, sagt der Alte. Niemals, ey. Kennt ihr Hatari Hanzo? Von Kill Bill? Ja, Olaf. Natürlich, jeder heißt Olaf. Ich sehe aber hier keine Clues mehr. Also, mir fällt hier großartig nichts mehr weiter auf. Ich sehe auch keine Waffe oder so. Bin ich leider überfragt. Ich würde sagen, wir sagen der Zentrale, dass wir den Einsatz beenden. Wenn es mal gehen würde. Kollege, komm mal rein mit in die Karre. Bitte rein in die Karre. So, meine letzte Chance, die ich noch habe, ist jetzt hier wirklich auf der Karte irgendwas zu finden. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Da ist nichts mehr. Es gibt keinen Clou so. Ich würde gerne wissen, was für ein Callout das war, weil ich denke mal, irgendwas habe ich verpasst. Normalerweise ist es immer Y. Aber im Chat kann mir auch Terrassi Hansen, natürlich. Im Chat kann mir leider auch keiner mehr helfen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Wir haben die Clues eingesammelt und ich bin wieder im Dienst. Falls jemand auf YouTube weiß, wie man diesen Callout offiziell beendet, dann sagt es mir bitte. Schreibt es mir in die Kommentare. So, wir haben einen Typen, der ein bisschen Stress in der U-Bahn macht. Wow, 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 wow. Au. Oh no. Oh no, Ralle. Das ist ein bisschen übertrieben. So, dann fahren wir mal zur U-Bahn-Station. Oder ist es überhaupt die U-Bahn? So, wir gucken mal, wer hier am Stress machen ist. Oder ist es in der Tiefgarage? Mal ganz im Ernst, wo bin ich denn jetzt? Okay, wo bin ich? Keine Ahnung, wo ich da hingefahren bin. Raus hier. Mach mal bitte das Tor wieder auf. Ah, danke. So, wir untersuchen mal die Gegend hier. Ah, da vorne ist die U-Bahn-Station. Weg da! Polizei! Ich hab einen Taser, du Arsch. Verpiss dich. Ha! Hast du ein Problem? Gut. So, dann checken wir mal die U-Bahn aus. Schauen, ob wir da irgendwas finden. What's up, my dude? Wo bist du denn, my dude? Hier ist die Polizei. Bitte. Wow, ist das hier dreckig, ey. Gibt's hier jemanden, der Stress macht? Hallo? Gibt's hier jemanden, der Stress macht? Machen Sie Stress? Machen Sie Stress? Machen Sie Stress? Nein. Ja, entspann dich. Sweet baby Jesus, ey. I don't wanna die. Kumpel, wo ist denn mein Kollege eigentlich? Ah, da hinten. Komm mal ein bisschen ran, da, ey. Okay, hier sehen schon, ich höre schon, dass hier Leute. Ah, guck mal hier. Hallo, sind Sie der Herr, der hier Stress macht oder was? Er fragt gerade, was ich will. Ich bin hier Polizist und ich bin für die Sicherheit zuständig, dass Sie die Leute der U-Bahn entspannt U-Bahn fahren können. Und du so?
Also kommen Sie mal runter, was ist hier los? Er fragt mich, was ob mein Problem ist und ich soll ihn nur in Ruhe lassen. Nee, so geht das nicht, ey. Wir haben hier wirklich gerade eine Meldung bekommen, dass wir sie am Rumschreien sind und Leute beleidigen. Das geht so nicht. Wow, wow, wow. Du hast ein Messer, Bruder. Du hast ein Messer. Alter, ich hab Pistole, du Arsch. Bam! Na, gefällt dir? Gefällt dir? Gefällt dir? Penner, Alter. Guck mal, ey, der könnte im Zirkus auftreten. Also, es war ganz klar Notwehr. Das war Notwehr. Habt ihr gesehen? Das war alles Notwehr. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ich vergesse schon wieder, dass ich gar nicht als US unterwegs bin. Also, Kollege, du weißt, wie es hier gelaufen ist. Der ist die Treppe runtergefallen und ins Messer gefallen, ne? Der hat das Messer gezogen und ist mit dem Messer hat er sich selbst in den Körper gerammt. Sie da, schauen Sie mal, dass Sie Ihr Land gewinnen. Gehen Sie mal schön in die U-Bahn da vorne, okay? Mann, 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 Mann. So, mal gucken, was wir in unserem Körper finden. Vielleicht können wir irgendwas mitnehmen. Also, Kollege, das ist ganz normal in Schleswig-Holstein. Also bitte, ich frage mich immer, warum ihr denkt, das ist unrealistisch, wie ich das hier spiele. Ich finde das total realistisch. Mikrowell-Riegel, gönnen wir uns. Vakuumfluoreszenzanzeige. Natürlich, ein AMD64-Strukturdiagramm. Bring ich meinem Kind zu Hause mit, kann es ausmalen mit Buntstiften. Tüte mit roten Kellerasseln. Die roten sind Delikatessen, ich sage dir. So, nee, ganz ehrlich, diese Einschusslöcher sind nur da, damit er besser atmen kann. Das ist nur zum, das ist erste Hilfe. So. Kumpel, Gerichtsmediziner, nix hier, ne? Das weißt du selber. Das haben wir verkackt, den Einsatz. So, dann schleppen wir mal den Bruder hier ein bisschen. So. So, einmal hier auf die Gleise. Hallo? Ja gut. Legen Sie sich da mal bitte hin. So, ist gut. Also, Kollege, du weißt selbst, der ist ja... Wir müssen noch ein bisschen treten. Nicht schlagen. Wir müssen noch ein bisschen auf ihn eintreten. Aus dem einfachen Grund, damit da ein paar Medaillen im Körper sind. Jetzt will ich meinen Kollegen die ganze Zeit hauen. Gut, treten ist heute aus. Also, bitte schreibe den Polizeireport. Wir haben ihn auf den Gleisen gefunden, nachdem er sich mit dem Messer selbst, als er die Treppe runtergestürzt ist, auf die Gleise gerannt ist und dann hoffentlich später vom Zug überfahren wird. Alles klar, cool. Alles klar, komm, wir sind fertig hier. Let's go. Komm mit. Lass ihn aber liegen. Ist egal. So, war ein guter Einsatz. Ich würde sagen, ich bin sehr stolz auf mich. Habe ich heute mal wieder gut... Ey, Kumpel, du musst ja auch von den Gleisen runterkommen. Hallo? Kommst du mal mit? Kollege? Na, egal. Wenn er da bleiben will, dann soll er da bleiben, ey. Was macht denn der jetzt da unten? Also auf den Gleisen zu sitzen, ist keine gute Idee. Gut. Ich glaube, ich renne mal schnell zum Auto und funke ihn aus dem Auto an, dass er schnell hochkommen soll. Ja, was ist denn mit euch hier allen los? Liegt da ein Penny am Boden oder was hier los, ey? Ach, ja, ich halt. Boah, guck dir ihn mal an, Alter, let's go. Na, hast du im Griff, Bruder, ne? Weiß ganz genau Bescheid, ey. Sehr gut, sehr gut. Das sind meine Kollegen, Alter. Schön die Zivilbevölkerung hier einschüchtern, ey. Mach's gut, Bruder. Mit dem hätte ich losfahren sollen. Der ist viel cooler als mein Kollege. Also in meinen Augen ist der viel cooler. So, jetzt schauen wir mal ganz schnell, dass wir meinen Kollegen hier unten noch von den Gleisen holen. So, wir reparieren mal unser Fahrzeug. So, sieht so aus, als würde der da unten weiter auf den Gleisen chillen. Was natürlich scheiße ist, weil wenn der zukommt, haben wir echt ein Problem. Aber gut. Ich würde sagen, nach diesem wirklich sehr erfolgreichen Einsatz gönnen wir uns einen Drink. Do not block the intersection, habe ich nicht vor, Mann. Ich bin Polizist. Ganz entspannt. Der braucht ein bisschen, bis er da ist. Wie sagst du? Das ist mir egal, Mann. Ich gönne mir jetzt hier schön im Club einen Drink. Hallo. Ich stehe auf der Gästeliste. Ich bin Bulle. Dumm, die dumm. Ganz ehrlich, ich trinke auch lieber alleine. So, guten Abend, die Herren, die Damen. Oh, guck mal, da drüben sind sogar Toiletten. So, Chat, ich würde sagen, ich gönne mir erstmal einen Drink, hallo, Barkeeper. Machen Sie mal. Was zur Hölle, Alter? Was ist das denn hier für ein Laden? Sie machen aber komische Geräusche hier. Ich gönne mir jetzt erstmal einen doppelten Martini auf den einfach erfolgreichen Einsatz. Wünsche euch eine gute Zeit. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. War ein bisschen wild und ich, wie gesagt, gönne mir jetzt erstmal hier
einen Drink an, an der Bar. Ja, darf ich mich auch bitte hinsetzen? Gerade durfte ich mich da noch hinsetzen. Da. Ah, komm, das können wir schon noch hin. Einmal setzen, Ralf. Da. Ah, jetzt und. Nee, egal. Alles klar, Leute. Bedanke mich, macht's gut. Wünsche eine gute Zeit. Bis bald. Ciao, ciao. Huja! Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. We'll be right back.